Hi und willkommen zu einem neuen Video. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid. Heute gibt es ein paar Dinge, die ich einfach mal sagen muss. Denn im Moment fühle ich mich so unglaublich ausgelaugt. Ich habe im Moment so viele Dinge, die mir auf den Schultern lasten, was mich gerade im Moment so runterzieht. Das hat nichts mit YouTube zu tun. Es sind einfach im Moment gerade so viele Umwelteinflüsse, die einen belasten. Ich werde euch jetzt immer ein paar Dinge davon nennen. Zum Beispiel, dass ich ab morgen leider nicht mehr so viel Videos für euch machen kann. Aufgrund, dass ich ab morgen, ja wie nenne ich das, ohne irgendwie zu viel zu sagen, ich muss ab morgen täglich Dinge tun, die ich mir nicht aussuchen kann, wo ich nicht sagen kann, ich will das machen, sondern ich muss das machen und bin quasi aus dem Haus, als wäre ich arbeiten. Dieses wird mir so viel Zeit wegnehmen, dass ich einfach nicht mehr diese Zeit habe, um sie in YouTube zu investieren. Deswegen würde es mich freuen, auch wenn vielleicht nur noch ein oder zwei Videos die Woche kommen. Es würde mich freuen, wenn ihr trotzdem dran bleibt. Wirklich, es würde mich wirklich sehr freuen. So, dann wisst ihr ja, läuft bei mir gerade so diese krasse Bewerbungsphase. Ich schreibe gerade mit jemandem einer Firma. Und wenn die sagen, ja, du kannst bei uns anfangen. Mein Leben würde sich einfach so komplett um 180 Grad drehen. Sowas Krasses gibt's eigentlich gar nicht. Aber diese Phase bis dahin ist gerade so anstrengend und stressig und man ist mal wieder so in der Schwebe und weiß nicht, ja, woran ist man denn nun? Ich habe mich dort beworben. Daraufhin kam natürlich, wir würden ja noch ein paar mehr Referenzen von Ihnen sehen. Habe ich alles gemacht. Das Positive daran ist, ich habe nicht direkt eine Absage bekommen. Das ist schon mal richtig positiv. Mein erstes Video, was ich geschickt habe und die Bilder, die waren scheinbar auch schon mal überzeugend, sodass diese Firma jetzt noch mehr von mir sehen will. Jetzt habe ich Aufgaben gestellt bekommen, die ich umsetzen muss. Das werde ich auf jeden Fall diese Woche noch machen. Diese Aufgaben habe ich allerdings heute erst gestellt bekommen, weswegen ich noch mal heute drüber schlafen muss, bevor ich anfange, die umzusetzen. Denn sowas muss ja auch durchdacht sein. Ja, und wenn das gut läuft, könnte ich mega viel Glück haben, sodass sich mein scheiß Schicksal, was ich im Moment gerade habe, vielleicht doch noch zum Guten wendet. Aber bis es soweit ist, ist halt dieses enorme Druckgefühl, was aus den Schultern lastet. Und das zieht mich halt im Moment auch gerade so mega runter. Dann gibt es noch eine andere private Sache, mit der ich erstmal jetzt 3 Wochen zu kämpfen habe. Ja, deswegen gibt es heute erstmal so ein Quatschvideo. Einfach so eine Sache, wo ich euch mal meinen Standpunkt erzählen möchte, wie es gerade ist. Eigentlich wollte ich auch diese Woche wieder Stativvideos, habe ich sie genannt, machen. Aber durch diesen Druck, den ich gerade habe, kann ich mich einfach nicht klar darauf konzentrieren, dieses umzusetzen. Weil ich jetzt auch wieder dieses neue Projekt im Kopf habe, wo ich alle meine Kreativität dafür brauche. Und oh Gott, es ist einfach, ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, wenn dieser Druck irgendwie wieder ein Ende hat. Ich kann leider auch nicht zu viel sagen. Ich habe schon viel gesagt, aber zu viel kann ich auch nicht sagen. Kommen wir zum Video. Es war gerade so ein bisschen etwas, was ich erstmal loswerden musste, bevor ich starten kann. Weil Reden nimmt ja auch so ein bisschen Druck weg. Ich habe nicht nur schlechte Nachrichten, ich habe auch eine gute Nachricht. Ich sehe es gerade, ihr seht es leider nicht, weil die gute Nachricht seid gerade quasi ihr. Das, was ich sehe, ist meine neue Kamera, die ich in der Hand halte, von der ich geredet hatte. Das ging mega schnell. Also,
Nochmal die Story. Letzte Woche habe ich einen Stream geschaut. Ich gucke immer Behind You. Es geht so über Paranormales. Ich bin so total der paranormale Fan, also Fan vom Paranormalen. Und ich liebe das. Ob das nur echt ist oder nicht, das ist mal dahingestellt. Für mich ist es einfach ein total großer Unterhaltungsfaktor, dieses Paranormales. So wie andere Horrorfilme schauen, schaue ich solche Streams. So kann man das vergleichen. Die Betreiber von diesem Twitch-Kanal haben eine Kamera vorgestellt, in die ich mich Hals über Kopf verliebt habe. Es ist sowas wie eine kleine Action-Kamera und die ist super klein und super handlich. Und das Geilste ist, sieht aus wie ein Spielzeug, ist aber ein mächtiges Biest. Ich rede von der DJI Osmo Pocket. Sieht aus wie ein Spielzeug, ist aber keins. So, das heißt, es gibt also ab jetzt auf diesem Kanal 4K-Videos. Rein theoretisch müsste das ja auch schon ein 4K-Video sein, aber ich habe noch nicht alle Funktionen dieser Kamera ausprobiert oder vielleicht auch nicht alle gefunden. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob ich direkt von Anfang an diese 4K-Einstellungen habe. Ich zeige euch jetzt mal die Kamera. Ach so, was ich vergessen hatte zu erwähnen, ich war ja noch gar nicht fertig mit erzählen. Also die Streamer haben die Kamera vorgestellt. Ich war sofort verliebt in diese Kamera und habe erstmal geguckt, ja, was kostet die überhaupt? War erstaunt über den Preis, weil die kostet 350 Euro. Und ich dachte eigentlich, das wird teurer werden, muss ich ehrlich sein. Ich dachte, das wird viel teurer werden, als ich angenommen habe. Und dann habe ich überlegt, naja, was könntest denn du machen? Du kannst ja keine neue Kamera jetzt kaufen. Du könntest aber eventuell eine austauschen. So fing das Ganze an. Am Sonntag habe ich die Canon Legria ins Internet gestellt. Also auf eBay, auf YouTube wollte ich gerade sagen, oh mein Gott. Auf eBay gestellt. Und prompt ging die auch Abend raus. Am Dienstag früh habe ich die Legria verschickt. Und habe auch gleichzeitig die Osmo Pocket über Mediamarkt online bestellt, weil im Laden ist die überall raus. Also die im Laden zu kriegen, ist der Horror im Moment. Die ist überall raus, weil die so begehrt ist. Deswegen habe ich gesagt, okay, bestelle ich online, weil ich habe noch so geschwankt zwischen doch nochmal in den Laden fahren, um die auszuprobieren oder doch online bestellen irgendwo. Und dann habe ich es halt online bestellt über Mediamarkt. Prompt einen Tag später war sie da. So, jetzt zeige ich euch aber wirklich die Kamera. So, das ist also die Kamera. Größer ist die nicht. Wir haben an der Kamera auch nur zwei Knöpfe. Oben, das was ihr hier seht, ist das Gimbal. Das heißt, die Kamera geht quasi wie mit. Das Bild bleibt immer recht gerade. Das ist so eine geile Sache von der Kamera. Ich finde die so klasse. Es muss eigentlich nur noch das mit dem 4K klappen. Also, wie gesagt, nur zwei Knöpfe. Eins, zwei und das hier ist das Coole. Hier dahinter sind Kontakte. Da kann man noch einen anderen Stecker reinstecken, welchen man mit dem Handy verbinden kann. Und darüber kann man dann das Handy-Display als dieses Display nutzen. Und das ist so verdammt cool. So Leute, ich bin echt schon gespannt, wie die ersten Aufnahmen mit der Osmo Pocket aussehen werden. Ich war gestern schon mit Toni Eis essen, da habe ich auch schon ein paar Aufnahmen gemacht. Die blende ich euch jetzt ein. Da wünsche ich euch viel Spaß dabei. Also ich habe nicht viel geredet, ich habe einfach nur die Osmo ausprobiert und gefilmt. Die Landschaft gefilmt. Nicht, dass ihr euch wundert, ich rede nicht viel. Ui! Thank you.
fertig zum Eis essen? Ja, bin bereit. Toni, du Model. So Leute, ich bin gerade dabei, das Video zu schneiden und ich weiß, was eine Schwachstelle der Kamera ist, was ich auf jeden Fall noch beheben werde. Das ist, wenn ich hier zum Beispiel übers Mikro touche, da muss ich aufpassen im Moment, aber da werde ich mal gucken, dass ich das irgendwie einen kleinen Feldpuschel oder sowas dagegen klebe. Das dürfte eigentlich kein Problem sein, dann wäre das auch erledigt und sonst habe ich, glaube ich, die richtigen 4K-Einstellungen noch nicht gefunden. Da muss ich doch nochmal genauer schauen. Aber ja, so an sich von den Aufnahmen bin ich schon echt, also von den Aufnahmen her bin ich echt zufrieden. Mir gefällt, was ich sehe. Und ich hoffe, euch war das, dieser Teil jetzt nicht so ruhig gewesen. Also wie gesagt, das war jetzt wirklich nur so ein bisschen Kamera mithaben, um die Aufnahmequalität zu testen und sowas. Die nächsten Vlogs werden dann wieder normal. Ich werde heute auf jeden Fall wieder noch streamen, denn das macht mir im Moment enorm viel Spaß und wer weiß, inwiefern ich das die nächsten Tage dann auch noch machen kann. Deswegen streame ich heute nochmal. Ja, wie gesagt, leider kommen jetzt auch weniger Videos aufgrund dessen, dass ich zeitlich sehr verhindert sein werde die nächsten Tage. Ich hoffe, wir sehen uns trotzdem wieder, auch wenn nur ein oder zwei Videos die Woche kommen. Es würde mich wirklich, wirklich sehr freuen, wenn ihr dran bleibt. Das habe ich erst schon erwähnt, aber es ist wirklich eine Herzenssache von mir, ein Herzenswunsch, dass wir uns wiedersehen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst doch gerne ein Däumchen da oder einen Kommentar. Abonnieren ist kostenlos, auch wenn dieses Video jetzt nicht so spannend war, wie ich es eigentlich geplant hatte heute. Aber gut, ja. Abonnieren ist kostenlos und aktiviert das Glöckchen, dann verpasst ihr kein Video mehr. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, tschüss!